Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Ja, wir werden heute ein vermisstes Mädchen versuchen wiederzufinden und werden dafür dieses Boot hier verwenden. Ich würde gleich sagen, aktivieren wir es doch, oder? Commonwealth verlassen, ja, und zwar nach Far Harbor reisen, bitte. Das fährt automatisch, wenn du denkst, ne? Boah, ist das cool. Ich muss gleich pupschen. Langsam, nicht anklatschen. Da. Cool. Cool. Das ist cool. Tschüssi. Oh, es wird schwarz. Es wird schwarz vor Augen. Oh, der Ladebildschirm. Hallo, Ladebildschirm. Schön, dass du wieder da bist. Wieder mit diesem attraktiven Grün. Ach, wie schön. Ja, ja. Bam, 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 barara, bam. Blum. Puh. Okay. Hier schaut es irgendwie aus wie in der Unterwelt. Überall kaputte Schiffe, festen Nebel, ein unheimliches Haus da oben. Ich glaube, wir sind bei Resident Evil angelangt. Wieder mal. Das dürfte das Boot von den Mädchen sein. Boah, wirkt das unheimlich. Sehr krass, Alter. Ich höre irgendwen. Da ist jemand. Weit weg von zu Hause. Ja. Ein Spaziergang im Park. Sprich mit dem Begrüßungskomitee. Hast du dich Hallo. Verirrt? Du bist in Far Harbor. Wir bekommen hier nur selten Besuch. Bring wir es hinter uns und dann verschwinde. Wir brauchen keine Schnorrer oder weitere Hilfe. Festlandbewohner, damit du wieder auf dein Boot steigen und verschwinden kannst. Alan, das ist nicht dein Dock. Es gehört der ganzen Stadt und daher sind Fremde willkommen. Tut mir leid, für uns ist es gerade etwas schwierig. Aber Alan hat recht, nicht alle Besucher haben gute Absichten. Also, was willst du hier? Far Harbor, Sünfzuflucht. Ich suche nach Kasumi. Nicht gekommen, um mich verhören zu lassen. Na, ich suche eigentlich Kasumi. Eine junge Frau aus dem Commonwealth namens Kasumi ist hier vielleicht durchgereist. Ich soll sie für ihre Familie finden. Bist du eine Art Detektiv? Also, sie kam hier durch, ja. Verdammt, da kommt die Seefahrerin. Da kommt was durch den Nebel! Hallo, hilf uns, die Stadt zu verteidigen. Dann beantworte ich dir alle Fragen. Nimm meine Position oben auf der Mauer beim Hauptchor ein. Der Rumpf lässt uns nicht im Stich. Folge mir! Vorsicht am Boden! Ei, Captain! Fall bloß nicht runter! Wenn du runterfällst, können wir dich vielleicht nicht rechtzeitig retten. Ah. Auf den Rumpf! Da draußen ist was! Bist du sicher, dass du was gesehen hast? Das ist keine Übung! Irgendwas knurrt da. Zum Teufel! Ich hab hier draußen Verwundete! Keine Zeit! Sieh in den Nebel! Sie kommen! Ich komme mir gerade vor wie in WoW. Was ist denn das, junger Schlinger? Oh, Igitt! Boom! Wir haben irgendwas erwischt. Oh. So, da noch drauf. Jawohl. Bam! Ich glaube, den haben wir erwischt. Ich hoffe es halt. Na, würdest du? Jawohl. Da rennt irgendwas. Da drüben. Der da. Ja, nun glaubt ihr euch, haben du. Alter. Was? Da unten. Was zum Teufel? Ich glaube, das war mal ein Lure. Ja, das ist die Rache für Forrest. Der Forrest. Wup, wup, wup.
Level up erreicht. Was tust du da? Ich will das Monster besiegen. Eine Kakerlake. Super, erwischt. Kann man gar nicht anders sagen. Sind die jetzt hin? Na, da drüben ist noch jemand. Junger Schlinger. Das heißt, es gibt noch große Schlinger. Große, böse Schlinger. Da. Schieß mal. Natürlich treffe ich nichts mehr am Kopf, ne? Saufiech. Es ist vorbei. Nein, Augen auf den Nebel. Da kommt was. Da hinten ist, glaube ich, ein Mutierter. Was zum Teufel? Wie heißen die Anglerfische, ne? Jawohl, irgendwas haben wir erwischt, glaube ich. Super. Alter, Alter, Alter. Drüben ist auch einer. Großartig, wunderprächtig. Was zum Henker? Sind wir da jetzt fertig? Ich würde da gern looten. Ich will auch gar nicht wissen, was man da essen kann bei dem Zeug. Warst du das jetzt schon? Ja. Hoi, Rika. Des Jägers Polymer Kampfrüstung linker Arm reduziert den durch dir verursachten Schaden um 15. Doch ganz ehrlich, das wäre aber nicht so schlecht. Cafeteria-Tablett, was willst du denn damit? Ah, das war ein Kellner. Ach so. Meine Güte, das wusste ich nicht. Erinnern Sie das an bessere Tage, Na, wenn ich die Viecher sich nicht, da graust es mir allerhöchstens. Das ist doch ein Lurch oder so, ne? Anglerfische. Ich sag ja, mehr Fischen ist keine gute Idee. Da kommen solche Viecher dabei raus, mir wird schlecht. Uäh. Naja. Ein Kochtopf hat auch gleich mit. Ob das eine Anspielung sein soll? Wie graust es immer noch. Oh, warte, den hat's erwischt. Schade. Den auch. Oh je. Da waren wir wohl nicht doll genug. Ist da hinten nicht noch irgendjemand abgenippelt? Nein. Schaut okay aus. Dann würde ich sagen, wir gehen wieder rein, ne? Na, großartig. Nicht einmal Türen wollten, eigentlich schon. So, machen wir den lieber zu. Ja. Also, hallo. Avery. Und jetzt weißt du, womit wir es zu tun haben. Der großartig. Und die Kreaturen, die er ausspuckt, haben meinen Leuten die Insel geraubt. Aber für deine Hilfe in der Not hast du das hier verdient. Danke. 275 Kronkorken. Der Nebel, die Insel verloren. Erstaunlich, dass du überlebt hast. Boah, wie gemein. Niemand hat es leicht. Na, der das Nebel? Ist der Nebel. Wo soll ich anfangen? Der Nebel ist radioaktiv, oder? Aber es gibt Gebiete des tiefen Nebels, die sind harter Fallout. So gefährlich das auch ist, ist es jedoch nur Teil des Problems. Im Nebel leben Dinger, gedeihen. Fandest du schlimm, was Fahaba angegriffen hat? Da gibt es noch Schlimmeres. Super. Die Insel verloren? Die ganze Insel verloren. Der Nebel ist schon immer hier gewesen. Es gibt gute Jahre, in denen er zurückweicht und die Insel fast normal ist. Dann gibt es Zeiten, in denen er alles bedeckt. Und die Leute müssen um jedes nebelfreie Fleckchen ringen. In den letzten 8 Jahren oder so ist es immer schlimmer geworden. Jetzt fehlt Fahaba zu den wenigen Orten, die noch sicher sind. Na toll. Erstaunlich, dass du überlebt hast. Das ist echt, echt unhöflich. Wenn du trotz all dem überlebst, musst du wirklich hart sein. Oder vielmehr störrisch. Ich hab genug davon, mich hinter deinem verdammten Schiffsrumpf zu verkriechen, Avery. Es ist Zeit, dass ich mich um das wahre Problem kümmere. Mit den richtigen Leuten und meinen Waffen kann ich diese Atomkultisten ein für alle Mal ausschalten. Der Nebel war schon immer hier. Er ist nicht das Werk der Kinder. Bevor die Redfresser kamen, war der Nebel unter Kontrolle.
Aber ab da lief alles schief. Es ist Zeit, dass wir was tun. Belasten wir keine Fremden mit diesem ganzen Unsinn. Na, was? Kinder des Atoms? Was ist denn das schon wieder? Was sind denn diese Kinder des Atoms? Das sind religiöse Leute. Sie beten Atoms Macht an. Und das ist dann wohl Strahlung. Wenn du Einzelheiten willst, musst du sie finden und fragen. Wir hatten Frieden mit ihnen, bis ein gewisser Hitzkopf namens Alan Lee... Das reicht. Dieser Prediger kam nach Far Harbor und meinte, es wäre Atoms Wille, dass wir unser Land verloren haben. Dass es Atoms verdammter Wunsch war, dass wir so viele Angehörige und Freunde verloren haben. Dass Atom uns von diesem Ort fegen würde. Wenn es nach mir ginge, würdest du hängen für das, was du Alan angetan hast. Bitte gehorchen, hallo, halt langsam. Also diese Kinder des Atoms, die kennen wir ja schon. Die haben wir quasi auf der gegenüberliegenden Seite, wenn man so möchte, Richtung Westen, glaube ich, ne? Südwestlich haben wir doch diese Typen schon mal getroffen. Sind halt so eine Art Sektenspinner wieder, ne? Nun, ich habe Prediger. Auch zu tun. Der Nebel verschlingt. Der Nebel verschlingt, genau. Der Nebel verschlimmert zum Geschäftlichen. Die Kinder des Atoms töten. Boah, Prediger freizeichen. Was hat er den Prediger angetan? Alan hat die Waffe auf ihn gerichtet. Oh. Er sagt, der Prediger wollte seine ziehen. Wir haben keine Polizei, kein Gesetz, nur Sitten und die allgemeine Meinung. Und nach allem, was der Prediger gesagt hat, hätte es die Sache nur verschlimmert, wäre Alan was angetan worden. Gut, den Nebel verschlimmert. Haben Kinder den Nebel verschlimmert? Absolut nicht. Es gibt keinerlei Beweise. Geigerzähler lügen nicht, Avery. Der Nebel ist Jahr für Jahr gefährlicher geworden. Und jetzt bedeckt der Nebel die ganze Insel. Das ist passiert, nachdem die Kinder kamen. Du weißt genau, dass das schon mal passiert ist. Klar, man vermutet, dass die Kinder damit zu tun haben. Aber niemand, wirklich niemand, hat einen Beweis. Vielleicht wieder bald. Zum Geschäftlichen, die Kinder des Atoms töten, na, zum Geschäftlichen. Können wir zum Geschäftlichen kommen? Tut mir leid. Deswegen, du bist wegen Kasumi hier, oder? Sie ging ins Landesinnere zur Sündzuflucht Arcadia. Der Weg dahin ist gefährlich. Jemand muss dich führen. Der alte Longfellow. Niemand kennt den Nebel so gut wie er. Aber Vorsicht, er ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ein bisschen rau, sozusagen, da, ne? Geschichte des alten Longfellow. Was ist die Geschichte des alten Longfellow? Er ist der beste Jäger der Insel. Furchtlos. Manche sagen, verrückt. Wenn jemand nach Arcadia muss, macht nur er das. Aber die Leute hier sind stur, eigensinnig. Und haben noch andere, wenig schmeichelhafte Eigenschaften. Aber Longfellow hat selbst bei uns einen miesen Ruf. Sehr schön. Arcadia. Was kannst du mir über Arcadia erzählen? Frag Longfellow. Er ist als einziger dort gewesen. Okay. Danke für die Information. Brauche keine Fremdenführer wie gemein. Na, danke für die Information. Longfellow findest du eigentlich immer an der Bar. Im Last Plank. Und... bitte, hilf uns in der Stadt, wenn du kannst. Auch wenn niemand die Hilfe will, die Seefahrerin Cassie und viele andere brauchen Hilfe. Und ich möchte dir was sagen, dass du vielleicht so schnell nicht wiederhörst. Danke. Moin, wo und weg ist sie? Da war sie gerade. Wir graben uns ein und halten die Position. Jawohl, da war sie gerade verlegen und ist einfach davon gelaufen. Übrigens, ich glaube, wup hatten wir vorher. Und ja, wir werden den Leuten natürlich helfen, keine Frage. Keine Frage, aber zuvor werden wir unseren teuer verdienten Erfahrungspunkt investieren. Jo, nur in was? 2, 4, 6, 8, Charisma wäre gut. Ich hau's zu Charisma hin. Nein, ich wollte es eigentlich in Ausdauer investieren, ne? Wo ist sie denn, die Ausdauer? Ja, da oben ein eigenes, ne? Ausdauer, hier. Steht für eine psychische Fitness. Der Wert bestimmt deine Gesundheit und wie stark das Sprinten deine Aktionspunkte verbraucht. Du erhältst jetzt sofort einen Punkt. Weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Okay, was haben wir hier? Lebensspender. Du bist eine Vitalität in Person. Du erhältst sofort maximale Gesundheit.
Scheiße, das wäre nicht schlecht. Da brauche ich aber hier bei Ausdauer noch 3 Punkte. Puh. Ich hätte das besser durchplanen müssen, ich Idiot. Schmied wäre auch nicht schlecht lernen, ehrlich gesagt. Für Powerrüstung und so, ne? Nehmen wir einen Schmied. So. Und gut ist. So, hallo, gnädigste. Du bist doch vom Festland und vor kurzem hergekommen. Richtig. Äta! Diese Insel sieht und hört alles, was du tust. Ich weiß, wovon ich spreche. Ich habe miterlebt, wie die Insel die größte Familie zunichte gemacht hat, die je nach Far Harbor kam. Geschichte. Gier, Blut und Rache. Na, eine Familienfete, Verena. Welche Familie, bitte? Wovon sprichst du? Von welcher Familie redest du? Das wollte ich dir gerade sagen. Meine Familie, die Daltons, waren viele Generationen der Stolz von Far Harbor. Sogar schon vor dem Krieg. Die Daltons sind durch Holzfällerei und Fischerei reich geworden. Aber dann wurden sie gierig, nahmen sich zu viel von der Insel. Seitdem rächt sich die Insel, tötet eine nach dem anderen von uns. Ich bin die letzte noch lebende Dalton. Aber nun nimmt unsere Geschichte eine unerwartete Wendung. Jemand Fremdes ist nach Far Harbor gekommen. Stark und gerissen. Mit fremder Hilfe kann die letzte noch lebende Dalton endlich ihre Familie rächen. Meinst du mich? Sollte das sich auszahlen? Ich bin der Fremde. Sag mir, was du brauchst. Meinst du mich? Etwa ich bin der mysteriöse Fremde, der dir helfen wird, deine Familie zu rächen? Oh, du bist ein ganz Schlauer. Gut, du brauchst einen scharfen Verstand, denn dein Teil der Geschichte ist gefährlich. Also, kommen wir zum ersten Kapitel unseres Rache-Epos. Die traurige Geschichte von Sommersprossen, Petey. Petey war mein Cousin, ein guter Junge, hat nie Schwierigkeiten gemacht. Er dachte immer, seine Sommersprossen würden ihm Glück bringen. Aber da lag er falsch. Er war beim Campingplatz am Nationalpark sammeln. Da hat ihm die Insel wilde Ghule auf den Hals gehetzt. Die Insel kann echt hinterhältig sein. Nun ja, er hat es zwar zurück in die Stadt geschafft, starb aber noch in der Nacht an seinen Verletzungen. Leider sind diese wilden Ghule immer noch da draußen und warten nur auf den nächsten Trottel, der vorbeikommt. Das ist echt Mist. Was heißt, der Trottel bin ich, ne? Wo waren diese Ghule? Ich verspreche nichts, Ghule, so gut wie tot. Kümmere dich selbst drum. Na, wo waren diese Mistkerle? Wo waren diese Ghule nochmal? Der Campingplatz am Nationalpark liegt westlich von hier. Na gut, ich kümmere mich drum. Diese Ghule sind so gut wie tot. Gut, gut. Lass sie dafür bezahlen, was sie Petey angetan haben. Blutige Flut. Eliminiere die wilden Ghule. Jo, machen wir gleich. Machen wir dann gerne. Der nächste. Der alte Longfellow weiß, wovon er redet. Okay, werden wir uns merken. Waffen, Waffen, noch mehr Waffen. Da drüben. Alles Kirche. Hallo. Die Seefahrerin. Hi. Seefahrerin? Der Rumpf musste ordentlich was einstecken. Aber ohne dich wäre nichts mehr von ihm übrig. Man nennt mich die Seefahrer, Schiffsbauer, Handwerkerin und die Einzige, die Far Harbor über Wasser hält. Außer Captain Avery natürlich. Warum? Hilft niemand. Schön, dich kennenzulernen. Glück, dass du da bist. Möchte Belohnung haben. Na, warum hilft niemand? Warum hilft dir niemand? Jeder Harbor-Bewohner ist sein eigener Kapitän. Hat über Generationen in den Siedlungen funktioniert. Dein Land, deine Regeln. Aber als die Insel sie nach und nach auf mein Dock gedrängt hat, wollten die undankbaren Bastarde, dass ich mich um mein Land kümmere, obwohl sich die Nichtsnutze hier breit gemacht haben. Okay, wieso machst du mit? Schön, dich kennenzulernen. Achso, nochmal von vorn. Wieso machst du da mit? Wenn es so übel ist, wieso machst du das mit? Ich konnte sie ja nicht in den Nebel zurückscheuchen. Das hätte Pech gebracht. Dann hätten mich ihre Seelen bis ins Grab verfolgt. Das steht fest. Na fein. Auf jeden Fall schön, dich kennenzulernen. Freut mich, dich kennenzulernen. Ebenso.
Ich hoffe, die Insel bringt dich nicht schnell um. Oder auch langsam. Du hast nicht zufällig Lust, mir zu helfen? Für richtige Reparaturen brauche ich nämlich das richtige Werkzeug. Aber man kommt nicht einfach dran. 450 Kronkorken, wenn du es schaffst. Ja, sicher. Ich soll mein Leben für 450 Kronkorken aufs Spiel setzen? Boah, das ist ja gemein. Kronkorken sind gerade etwas knapp. Aber ich kann dir die Schrotflinte vom alten Jimmy geben. Er kann sie ja nicht mehr benutzen. Wozu jetzt die Werkzeuge? Ich helfe, kein Interesse. Fragen wir doch blöd weiter, oder? Du hast die Mauern bisher auch so zusammenhalten können. Wozu also jetzt die Werkzeuge? Ich will den Rumpf von Grund auf aufbauen. Ihn stark machen. Dann bleiben diese miesen Krabben endlich draußen. Verstehe schon. Na, freilich, helf mit dir gern. Kein Problem, ich helfe. Aber in der Gerberei Eagles Cove müsste was zu finden sein. Und jetzt los. Jawohl, Chefin. Rumpfdurchbruch. Beschaffe das Werkzeug. Okay. Gut, da haben wir jetzt ja schon zwei Quests, ne? Dann ist noch die gute dritte Quest mit dem Herrn da, ne? Oder sollen wir zuerst helfen und dann mit ihm quatschen? Ist vielleicht schlauer, ne? Das Commonwealth. Puh, der Eichsel der Insel ist aber groß. Oh, ho, 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 ho. Das hier ist ja richtig groß. Ich markiere das hier mal, dass ich weiß, wo ich langlaufen muss. Wenn du nicht bewaffnet bist, überlebst du hier nicht. Kauf meine Waffe. Alles gut. Keine Sorge, was alles gut. Was würde ich dafür geben, in einer echten Powerrüstung rumstampfen zu dürfen? Ich kann es dir mal ausprobieren lassen. So, wir müssen da lang. Boah, hier schaut's aus, ne? Alles kaputt. Keine Sorge, Eda. Alles gut. Mir geht's gut. Na, Spaß. So, irgendwie hier, ne? Und so. Wo kommen wir da hin? Ich will da mal erkunden und so, ne? Da leuchtet schon wieder nämlich so ein Gebiet auf. Yeah. Da lebt was. Aber nicht mehr lang. Ein legendärer, streunender Ghoul. Der war sehr legendär. Des Bierschers Impro-Revolver-Pistole. Erhöht die Präzision, genau. Erhöht die Präzision. Aber auch die AP-Kosten im VATS. Wenn du dich noch nicht im Kampf befindest. Okay. Die Kronkorken, die Patrönchen und den Schraubenzieher werden immer auch mit. Schraubenzieher. So, das heißt, hier hoch, ruck. Wow, da kommt er ja schon. Tschüss. So, was hast du Schönes? Befestigend. Lederrüstung Harnisch. Plus ein Stärke und Ausdauer. Mhm. Okay, und Baumwollgarn. Nehmen wir auf. Ups, Entschuldigung. Falsche Knopf. Taste. Wie? Was? Entschuldigung. So, wir müssen da weiter. La, 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 la. Die Frage ist nur, ob wir da irgendwie auch wirklich hochkommen. Ui. 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 Dann nebelt's überall, Wahnsinn. So, da sind wir schon mal oben. Das ist schon mal was. Eine Straße, okay. Die Straße folgen. Wo kommen wir denn da hin? Muss man kurz schauen. Wo sind wir denn? Da. Ach so, na, weiter quer fällt ein, wäre besser dabei. Also da weiter rauf. Hoi, lecker. Da wäre es zumindest kürzer. Juhu! Ui. Ui. Ist das ein neues Pflanzen? Nein. Nächster Guy. So. Ist der Pilz für irgendwas gut? Ja, Fäule. Super. Du auch? Aster. Aha. Was ist das? Ach so, das war mal so ein Campingplatz, ne?
Ach so. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da, ich sehe ihn jetzt. Da ist irgendwas. Was, der ist hin? Da ist noch einer. Na komm. Was das? Irgendwo ist noch was. Da haben wir was. Und? Wer noch? Ich glaube, das war's. Ich lasse die Waffe jetzt lieber draußen. So. Wir müssen da lang. War da gerade Fäule? Nein. Und wir sind da. Campingplatz am Nationalpark. Und irgendwie wird die gute Edda schon wieder angegriffen. Na! Hat sie ihn gehauen? Na, das war Edda. Edda hat ihn gut gemacht. Ein junger Schlinger. Naja, ist nicht so schlimm, ne? Mit unserer coolen Powerrüstung geht das ja eigentlich. Lebst du noch? Jetzt nicht mehr. Eine Seife. Eine Seife ist immer gut. Ein Traktor. Ich würde sagen, da machen wir mal zu. So. Haben wir hier noch irgendwas Tolles? Ein Scheiß. Ich geht, bist du ekelhaft. Oh, ein Nebelghoul. Was ist der Kraus? Da ist das Klo. Das war Edda. Ist ja ekelhaft. Wie Kraus. Ist das grauslich. Wow. Na, ekelhaft, echt. Oh Gott. Oh. Und es gibt bald Mittagessen. Wow. Boah, ist das heftig. Alter Schwede. Wow. Boah, ey. Boah, ey. Na, da wird's ein anders. Hallo, lebst du noch? Nein. Ach Gott, ist das übel. Das ist eine Sauna wahrscheinlich oder so, ne? So, und jetzt? Jetzt sind wir noch nicht da. Jetzt müssen wir noch weitergehen. Boah, es ist so grauslich. Es ist so... Boah. Na, mir graust es gerade voll. Uah. Ja. Hm? Da. Hä? Da sind wir schon da. Da müsste schon passen, ne? Oh, freilich sind wir da. Was waren wir jetzt da? Abgeschlossen. Gut, dann hier weiter. Na, da kriegst irgendwann mal sowas, das Speiben, echt. Pah, es ist so gut. Naja. Eine schöne Asta. La la li, la 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 la. Ah, ein legendärer wilder Wolf. Okay. Der ist auch weg. Yes. Ah, weg. Bissiger Wolf. Aha. Aha. Stärkend. Metallrüstung, rechtes Bein. Verleiht mehr Energie und Schadensresistenz.
Je niedriger deine Gesundheit ist, bis zu plus 35. Mhm, das ist auch nicht so schlecht. Eine Ast, ich wollte eigentlich das Fleisch haben. Oh. So, ein Sturmfeuerzeug. Genau, das hat der Wolf gebraucht. Sonst kann er nämlich in der Nacht nicht sehen, versteht ihr? Das ist was ganz, 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 ganz Wichtiges. Das ist ganz, ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Ganz, 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 ganz wichtig. Achso, das ist schief. Okay. Hallo. Was haben wir denn hier? Ich habe gedacht, ich hätte einen Wolf oder so gehört. Ein Geheule, irgendwas. Das habe ich mir wohl wieder nur eingebildet. In meinem Kopf. So. Aber wo sind wir jetzt hier eigentlich? Falsche Taste, Entschuldigung. Aha, da. Ich habe nur gehofft, dass wir vielleicht noch so einen Ort entdecken. Wegen Hinporten und so. Was? Ich verstehe dich nicht, Ella. Was denn? Was denn? Geht ja. Flammens Billard stecken. 25% Chance auf erfolgreichem Block, bei erfolgreichen Blocken 50 Feuerschaden zuzufügen. Aha. Oh, schön. Warte, hallo, hallo. Tut man das? Nein. Edda? Du musst mich schon schleppen helfen, bitte. Fleischhaken, wo ich denn das schon wieder her? Ich sollte besser nicht nachfragen. So, da. Das. Wohl Fischermütze. Das und dieses und das und das und das. Dann würde ich sagen. Schrott. Schrott gebe ich hier alles, was ich noch habe. Dann können wir noch ordentlich schleppen. Dann müsste es schon passen. So. So, ja. Zum Beispiel ein bisschen leichter. So, das nehmen wir auch gern mit. Aber irgendwie hier tut sich da kein Ort auf, oder? Der Fusionskern ist erschöpft. Ein Nebelghoul. Hallo, Edda. Das wäre meiner gewesen. Das war nicht nett. Oh, ein Safe. Den öffnen wir doch gern. Ja, brich ab, hast du recht. Du Glumpert. Ja. Jetzt? Jawohl. Super. Das nehmen wir gerne alles mit. Da ist sonst eh nichts. Da noch schön einen alten Globus. Ja, hier, die Kanonenkugeln. Die brauchen wir. Ja, wiegen wahrscheinlich 30.000 Tonnen. Was? Was? Alter! Fallensteller. Okay. So, irgendwie. Boom. Boom ist so ein Gradler. Jawohl. So, das haben wir mit. Was sind das schon für Leute hier? Super. Schön. Sehr gut. Das nehmen wir mit. Wer ballert denn da rum? Da drüben ist so ein Gradler. Wissen Sie, wo
Kann ich denn von da? Ich glaube, das ist besser, mal runterhüpfen. Servus. Ich wollte eigentlich nur... Also ich hatte eigentlich nur die Hoffnung, dass wir hier eventuell ja, einen Ort entdecken würden, ne? Aber so wie es ausschaut, wohl eher nicht. Das ist halt wieder dann da drüben der Anfang, ne? Was uns halt wirklich bringt, dass wir den ganzen Kackweg zurücklaufen. Es gehört alles scheinbar noch zu der einen Stadt dazu. Ich dachte, es wäre ein neuer Ort. Entschuldigung. Da, dann hat's mal wieder zurück. Das war scheinbar mal ein Einkaufshaus, nachdem hier so viele Einkaufswagen herumstehen und liegen. Was haben wir hier? Da kommen wir gar nicht rein, okay. Vielleicht von der Seite hier. Da steht nämlich ein verwaister Kühlschrank. Oh, der kann verwaist bleiben. Du kommst raus, an der Zunge, Pech. Immer wieder so. War ein Schuss in den Ofen. So. Vielleicht, nachdem hier so ein Ortsschild ist. Achso, Ortsschild, ja genau, Restaurant. Nix Ortsschild. Ah, Möwen. Hallo. Das geht's nicht, oder? Ich triff. Danke, Edda. So, ja. Auf jeden Fall haben wir ihn erwischt. Halt, was? Oh, der hat's überstanden. Na, wo ist er denn hin? Keine Ahnung. Naja. Haben wir hier noch irgendwas? Redaway. Einen Kochherd. Ja, Fisch, ein alter, vergammelter, verschimmelter. Was? Fisch einfach so auf dem Tisch, ist auch eine Möglichkeit. So, wo geht's ja da jetzt da lang? Da. Alles kaputt, ne? Es wäre gut hier irgendwie so mal an Höhe zu gewinnen. Mal über so einen kleinen Berg drüber. Oder Hügel, wie auch immer. Ruck, 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 ruck. So, ja. Da ist auch ein Haus. Ein großes Haus. Vielleicht kriegen wir hier. Da wohnt jemand. Nationalpark, Besuchszentrum. Ei! Was? Ja. Danke. Ich glaube, da hat sich das Spiel kurz aufgehängt, Flatterstrecken. Aber da wohnt tatsächlich jemand. Hier könnte man doch eigentlich zumachen, oder? Und denn dann schon richtig? Nö. Müssen wir noch ein Stück hatschen. Na gut, dann würde ich sagen, lassen wir das mal. Und gehen halt weiter. Wobei, eigentlich müssten wir eh schon... Eigentlich könnten wir hier bleiben. Ich werde vielleicht hier bleiben. Da so Fallensteller. Oh mein Gott, ein Bär. Ich schieß dir mal in den Arsch. Na nun, was hat er denn? Furt ist er. Okay.
vielleicht kann ihn eh da noch umhauen. Ich glaube, sie ist nämlich eh gerade dabei. Nimmt das Bärli wieder? Zumindest ist er da drüben. So. Na, Bärli? Oh, da kommt Bärli. Hallo, Bärli! Oh! Jetzt ist der Ruh da. Da ist noch ein Bär. Ich habe ihn gerade gehört. Irgendwo. Da! Hey, ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Oder auch nicht. Kein Bär? Kein Bär. Dann ist halt kein Bär. So, was haben wir denn da noch alles? Naja, nicht mehr allzu viel. Da hinten ist auch nichts oben drum. Dann würde ich sagen, der Part ist zu Ende. Und ich wollte nur eigentlich den... Warte, davon ist noch ein Gebäude. Scheinbar ein Krankenhaus oder so, also so ein Arzthäuschen sozusagen. Arzthäuschen, ja. Da wollte ich noch schnell herlaufen. Oh! So viel dazu, so schnell herlaufen. Das war wieder ganz schlau von mir. Aber wir haben es erkundet. Das ist schon mal was. Warte mal ganz kurz. Wo ist denn schon wieder meine liebe Edda hin? So, ich wollte eigentlich nur den Ort hier erkunden. Was wir auch schon verzüglichst geschafft haben. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir bleiben mal hier bis zum nächsten Part und versuchen dann mal unser eigentliches Ziel zu erreichen. Sind ja mal noch knapp 250 Schritte oder so. Na gut, ihr Lieben, ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut und wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn wir das überleben. Tschüssi! Tschüssi!